Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiggles. Wo sind wir hier? Scheiße, warum werden wir hier angegriffen? Oh, das fängt ja gut an. Alter, Scheiße. Okay, haut nochmal darauf, damit die mal runterfallen. Das ist echt... So einen Start wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay. Jetzt haben wir den Start. So, kloppt das mal noch weg. Okay, die haben einfach... Haben die jetzt... Hä? Haben sie jetzt weitergegraben beim letzten Mal? Oder wie? Geht doch gar nicht. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall ist da eine Kiste, die nehmen wir mal mit, die Tonne. Okay, die treiben sich jetzt hier unten irgendwo rum. Ich gehe mit denen nach oben wieder. Ui. Den Stahl habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Okay, nun nochmal auf da. Wer auch immer. Was liegt da? Grillpilz, okay. Nimm mal mit. Zweimal Grillpilz, das war's. So, dann geht ihr bitte wieder nach oben. Wir erkunden jetzt hier nicht weiter, weil ich weiß nicht, ob jetzt hier noch einer ist. Ich will es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Das machen wir irgendwie beim nächsten Mal oder nachher vielleicht noch in der Folge. Weiß ich noch nicht. Ja, da ist auf jeden Fall noch einer gewesen. Habe ich gerade gesehen. Da müssen wir wieder mit mehreren herkommen, ist klar. So, ich schicke die jetzt immer wieder zurück in Sicherheit. Und dann werde ich erstmal ein paar organisatorische Sachen hier verändern. Weil hier immer jetzt, ich kriege ja von der ersten Folge an immer ganz viele Kommentare, beziehungsweise jeden Tag, also was heißt jeden Tag, in jeder Folge einen Kommentar von Georgmar. Und jetzt neu dazugekommen ist auch der, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, verdammt. Oh, ich habe deinen Namen vergessen, tut mir leid. Ich weiß nur noch, Music and More, glaube ich, irgendwie sowas. Oh nein, verdammt. Ich habe jetzt blöderweise, was ich eigentlich auch sagen wollte, nämlich den Zettel vergessen. Der liegt bei mir noch auf dem Tisch und nicht hier am Schreibtisch. Ich kann mich aber an ein paar Sachen erinnern, die ihr beide mir jetzt immer... Oh, Lane ist fast tot, scheiße. Wenn mir beide Hinweise immer gebt, den notiere ich mir jetzt immer. Lane, dich wollte ich doch eigentlich jetzt mitnehmen. Genau, die notiere ich mir immer. Oh Gott. Deutsch ist echt eine schwere Sprache. Sorry. Und da, wie gesagt, ich meinen Zettel jetzt vergessen habe, habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber so ein paar wichtige grundlegende Sachen. Ich wollte mich jetzt auch eigentlich nicht Wiggles aufnehmen, das habe ich jetzt spontan gemacht. Jetzt warte ich mal kurz, bis Lane hier abkratzt. Was hat die hier eigentlich gehabt? Eine Streitaxt, okay. Wollen wir gleich mal gucken. Nein, du bleibst hier. Nein, du nimmst nicht das Schwert. Nein, nein, aus. Na gut, sie lässt es eh gleich fallen. Na gut. Wenn schon mal dabei sind, kann sie es eigentlich auch hinlegen überall. So, Lane. Ach nee, okay, jetzt stirbt sie. Okay, das war's mit Lane. Ein Wiggle wieder weniger, schade. So, wie gesagt, ich kann mich an ein paar Sachen erinnern. Was steht denn bitte jetzt da unten? Ach so, das ist das Neue, was wir aufgebaut haben. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ne? Das ist die Schmiede. Cool. Sehr cool. Ist natürlich noch alles rot. Schild können wir machen. Ein Schild. Okay. Mit Schild kenne ich mich nicht aus. Haben das alle? Können das alle Wiggles nehmen? Da seid ihr wieder gefragt, ne? Die beiden, die mir immer so fleißig Kommentare lassen. Okay, ich stelle jetzt hier noch was ein oder nicht? Ich wundere mich gerade echt, warum... Oh Gott, es ist doch nur eine Woche vergangen. So. Okay, Schule, ist die an? Die ist aus. Mach die ganz schnell an. Wir haben da ein Wiggle, ein Baby. So, hier ist aber jetzt noch eingestellt. Zweihand und Einhand. Nee, das ist Schusswaffe, genau. So, als Tipp habe ich bekommen, ich sollte nicht so viele machen. Und wenn auf das Gleiche, damit das schneller geht, glaube ich, erinnere ich mich dran. Ansonsten, was ich auf jeden Fall machen will, ist... Ja, Entschuldigung, ich musste mich kurz muten, meine Stimme war wieder fast weg. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist die Wiggles, die hier immer einen bösen Smiley haben, denen es halt gar nicht gut geht, die schicke ich sofort in die Freizeit. Das habe ich mir jetzt gemerkt, das ist in meinem Kopf eingespeichert.
Sehen tue ich jetzt hier allerdings keinen. Ich habe so einen mittleren. Mittlere ist, glaube ich, noch okay. So, und dann werde ich die Zeiten erhöhen, weil eine Viertelstunde ist mir immer zu wenig, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt aufs halbstündlich machen und mal gucken, wie das so funktioniert, ne? So, da fange ich mal mit an, hier oben. Die ersten. Damit sich das auch mehr überschneidet, finde ich, glaube ich, besser. Eins. Zwei. Ich glaube, ich werde so vier machen mit der gleichen Zeit und dann werde ich verrücken. Drei. Gucken wir mal, wie wir damit so hinkommen. Vier. So, Tasso fängt dann an mit so. So die halbe Stunde zu machen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal alle, weil ich jetzt keinen roten Smiley habe. So, der nächste macht dann diesen hier. Ah, jetzt mal dieser Bildschirm so mitrutscht, ne? Drei, ich glaube, es war der dritte, ne? Und hier ist der vierte. Und die dann dementsprechend so rum. Zwei. Ich war so krass, wenn ich das mache, kann ich mich immer, muss ich mich mal so konzentrieren. Kann ich gar nichts weiter erzählen. So, vier. Dann habe ich hier nochmal. Okay, dann kann der auch noch so machen. Und die sind jetzt halt einfach gemischt. So. Den dann wieder. So. Den dann. Irgendwie so. Und der meinetwegen halt wieder so. So. Wer so sagt, weiß nicht weiter, ne? Nee. Ich gucke natürlich erstmal nach dem Bier. Bier sieht eigentlich soweit gut aus, würde ich vermuten. Ich werde vielleicht hier. Nee, ich werde es nicht machen. Mm-mm-mm-mm. Nee, nee, nee. Ich kümmere mich jetzt erstmal um andere Sachen. Ist unser Theater denn offen? Ja, das ist gut. Das muss offen sein. So, gekocht wird hier auch fleißig. Das ist auch ganz wichtig. So, dann hatten wir ja neue Sachen. Wo habe ich die nur hingestellt, frage ich mich gerade. Wie gesagt, die Schmiede ist da oben. Hier können wir. Ach genau, das war die Schmiede. Genau, hier ist die Dampfmaschine, die ist wichtig. Der Dampfhammer soll auch wichtig sein. Waffenschmiede, ich denke, das ist eigentlich alles irgendwie wichtig. Metallleiter. Taucherglocke. Taucherglocke, okay. Zweihandaxt. Okay, leider ist halt noch alles rot. Warum? Weil wir nämlich Metalle haben. Oder weil wir keinen haben, der auf Metalle ist. Ich muss mal kurz gucken bei den Zwergen. Produktion, ne? Metalle. Ein paar haben wir. Doch hier, den Elmar, der ist auf 5. Aber der arbeitet, glaube ich, aktuell nicht. Und auch Brigitte ist auf 5. Und Emanuela ist auf 6. Gucke ich mal ganz kurz. Emanuela arbeitet nicht, Brigitte arbeitet nicht und Elmar auch, der arbeitet, aber theoretisch müsste das doch dann gehen. Aber der hat einen Kampfkunst nicht 12, ne? Das könnte es wie sein. Und Kampfkunst 10. Kampfkunst? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Was zum Teufel ist jetzt Kampfkunst? Meinen die damit jetzt im Kampf Kung Fu? Oder meinen die Kampf allgemein? Hier vorne. Wahrscheinlich eher das. Na, haben wir zwar auch welche, die auf 12 sind, aber nicht diejenigen, die auch im Metalle so 5 haben, ne? Emanuela hat nämlich nur 5, Brigitte hat nur 6 und Elmar hat hier nur 7. Oje, oje, oje. Jetzt bin ich ehrlich gesagt kurz einen Moment überfragt und weiß jetzt nicht so richtig, was wir da tun sollen, um das zu erhöhen. Ist aber auch nicht weiter wild, denn ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Denn ich habe ja hier jetzt noch eine Axt gehabt. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz irgendeinen auswählen, damit ich das sehen kann. Breitschwert, das meine ich nicht. Breitschwert ist ja zwei Hände, da haben wir noch keinen so wirklich. Das trainieren wir ja erst. Wo ist jetzt die Axt? Na, jetzt bin ich doch drauf. Einhänder 2, okay. Da schaue ich mal, ob wir da irgendeinen. Da können wir bestimmt irgendeinen mit aufpushen.
Einhänder 2, Benito. Oh, warte mal, wer ist denn hier relativ jung? Alter, Tasso, Lotte. Hier, Claudius. Leona, doch, Leona heißt sie. Hier ist, glaube ich, noch ein Baby. Nee, ist er nicht mehr. Also, Leona, Claudius, Johannes, die schaue ich mir mal kurz an. In Kampfkunst, Leona, Claudius, Hannes. Also, Leona wird ja schon mal passen. So, Leona, du arbeitest ja auch aktuell gerade nicht und. Ach, du bist doch noch ein Baby, verdammt. Wusste ich doch. Sag ich doch, die war doch ein Baby. Dann muss ich doch nochmal nach Klaus und. Guck mal erstmal nach Klaus. Claudius meine ich, nicht Klaus. Der hat nur eins. Vorhin habe ich nämlich vergessen, wer der andere war. Verdammt. Johannes. Rosemarie wird auch gehen. Johannes hat zwei. Nehmen wir doch Johannes. Du hast eine Zwille, ne? Bist du darin besser? Das sollte ich auch mal ausschließen, ne? Ah, nee, du hast da zwei. Also 2-2 ist eigentlich gleich. Da hätte ich ja auch welche, die besser wären. Okay, Johannes, bist du. Du bist nicht am Ackern. Wo willst du hin? Wo will ich mit dir hin, eigentlich? So, du nimmst jetzt einfach mal hier oben. Der hat was eingesteckt. Ach, der hatte noch Arbeitszeit, ne? Na gut, jetzt habe ich ihn doch unterbrochen. Jetzt hat er diese Hamster hier drin, ne? Warum? Kann er mal hier hinsetzen. Ich weiß nicht, was der damit wollte. Kann sich dann irgendjemand anderes schnappen. So, jetzt müssen wir mal kurz warten, bis der Hannes kommt. Der Hannes werde ich dann einfach umzwitschen auf Einhandwaffe. Ich werde ihm einfach die Einhandwaffe in die Hand drücken. Und jemand anders dafür die Steinschleuder, der halt besser damit umgehen kann. So, wo bleibt er jetzt? Johannes? Da kommt er. Sieht so süß aus, wenn die jetzt hier gleich stehen. Die Anzeiger schön. Na so. Und dann haben wir irgendwie in dieser Folge eigentlich nur palabert und gar nicht viel geschafft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ui. Vielleicht wird die Folge dann doch ein bisschen länger. So. Na nun komm. Nun mach mal. Schade, die sitzen nicht, die liegen jetzt. Okay, nimm die Axt da. Das da, genau. Und dafür legst du mal das da ein, damit ich das auch sehen tue. Und dann kannst du gehen. Dann gucken wir mal, Zwerge, die hier besser sind. Ladislaus, Olivia, Magenhardt. Ladislaus, Olivia, Magenhardt. Die gucke ich mir jetzt erstmal an. Ladislaus hat schon mal. Magenhardt hat schon. Und Olivia, wo ist die? Die hat die Axt. Na, dann nehme ich mal einfach Ladislaus. Der wird auch nicht in irgendwas anderes besser sein, glaube ich. Nö, der ist gleich viel. Arbeitet der gerade? Shit, der arbeitet gerade. Okay, dann will ich den jetzt nicht nehmen. Verdammt. Manu. Das mit denen da. Die arbeiten gerade nicht. Lotte, Brigitte, drück wir. Lotte hat nur ein. Ja, die sind alle nicht so gut da drin. Geppo und Clarissa, wo sind die? 2, 2. Rosalie hat 3. Rosalie arbeitet auch nicht 3, aber die hat auch 3 in Einhand. So, Violetta ist genauso 3, 3. Runen. Runen vielleicht. Aber die hat bestimmt. Die hat bestimmt das schon ausgerüstet. Ach, wisst ihr was? Dann lasse ich das jetzt so. Und ist mir jetzt auch egal. Ich meine, wir kriegen genug kleine Babys noch dazu. So, ich will jetzt irgendwie mal sehen, auf welcher Ebene waren das jetzt nochmal? Ich sammle die jetzt einfach mal hier. Zack. Und ihr kommt auch mit. Euch meine ich. Und hier ist ja auch noch einer.
So, tut mir leid, ich musste gerade mal mich längere Zeit muten. Ich bin schon wieder. Oh Mann, ey. Ich bin schon wieder so erkältet. Ich hab schon wieder so einen dollen Husten. Verdammt, jetzt geht gerade gar nichts irgendwie. Sorry. Na gut, ihr hört das ja nicht, aber. Ich mute mich dann halt, ne? Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn ihr mich in einer Weile nicht hört. Ich glaube, das ist die Folge, die einzige Folge, die ich heute aufnehmen werde. Und hoffe, morgen geht es vielleicht ein bisschen besser. Es ist so gemein, wenn man Zeit hat und möchte, zocken möchte. Und dann wird man, kann man hier nicht, weil man husten muss. Oh, das ist gemein, das ist so fies. Aber das ist tendenziell bei mir ganz oft so. In der Woche, unter der Woche, wenn ich ackern bin, geht's mir gut. Und sobald das Wochenende kommt, fange ich an, krank zu werden. Toll. So, jetzt stürmen wir den da erstmal. Dann haben wir hier 2 Tonnen. Wieso rennt der nicht mit? Ich meine, er könnte auch angreifen. Nö, er haut einfach mal ab. Gut. Denn die schaffen es ja auch allein. Oh. Ach je. Ja, habe ich nicht gerade irgendeinen gesagt, er soll die Kiste öffnen? Nee, ich habe gesagt, er soll einen Pilz. Oh Gott, Pilzschlagen. Und wie sehe ich nicht, was da drin ist? Ein Buch. Walzen und irgendwas. Walzen und Strecken. Klingt komisch. Ist aber so. So, was ist da? Grillpilz. Den sammeln wir auf. Okay. Okay, gut. Sehr schön. Dann Abmarsch zurück. Haben wir das auch noch in der Folge gemacht. Dann werden wir das jetzt noch abliefern. Wohin, frage ich mich. Hierhin vielleicht? Na, ich bring's gleich hierhin, wo das Essen liegt. Hey, wieso hatte ich den jetzt ausgewählt? Ah, ich wollte doch die anderen beiden. Sind die noch am Klettern? Ja, da sind sie. Die beiden bringen wir jetzt noch dahin. Leeren die Taschen noch aus und dann war es das auch schon mit der Folge. Nicht viel passiert. Da ist einer sauer. Und da sind mehrere jetzt sauer. Okay, die haben jetzt aber auch freie Zeit, wie mir scheint. Die haben jetzt Freizeit. Den lasse ich jetzt auch mal die halbe Stunde Freizeit. Mal gucken, vielleicht geht es denen dann nachher wieder besser. Das wäre gut. So. Sind das jetzt die beiden, die ich brauchte? Ja. Okay, Grillpilz hier hinschmeißen. Das wäre schön. So, das Buch. Und da muss ich ganz dringend mal aufhören hier gerade. So, ich verabschiede mich schon mal, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich auf Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.